So, ich bin viel in Deutschland unterwegs und es ist jetzt soweit, ich ranke ich kann nicht mehr reden, deutsche Städte, Bremen. Bremen, ja, so eine 7, ja, ist jetzt irgendwie nicht speziell. Frankfurt, ich sag sogar, Frankfurt ist eigentlich relativ schön, Altstadtviertel und am Fluss, eigentlich ganz schön und hast so mit den Hochhäusern und so. Es gibt halt so dieses Image, aber es ist mehr wegen dem Bahnhof. Ich mag so eine 6. Ich habe Frankfurt ist so eine 6. Düdow. Ich finde Düdow eigentlich ganz geil. Ich mag so die Innenstadt, die so relativ modern ist, aber reicht halt dann auch nur für die 5, ne, ist klar. Studi, geile Lage, weil es in so einem Kessel ist. Es ist nicht so eine große Stadt. Ich mag Städte, die nicht so groß sind. Zu viele Baustellen, Bahnhof, absolute Vollkatastrophe. Menschen so, ja, aber auch eine schöne, geht aber leider nicht unter die 5, deshalb muss ich sie auf die 8 packen, könnte aber auch 6 sein. Wow, Köln. Bei mir eine ganz klassische 3 in Deutschland. Nicht die schönste Stadt, aber immer. Kennt ihr das, wenn du in der Stadt bist und man hat einfach ein geiles Gefühl und das ist Köln? Ja, Hannover müssen wir jetzt hier so 9. Wow! Jetzt Hamburg, 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 Hamburg. Ich gebe Hamburg die 2. Weil es eine Stadt gibt mit dem Namen München, die ich tatsächlich auf die 1 packen würde. München, beste Stadt. Schönste Stadt. Isar, Englischer Garten. Berlin, ja, Berlin muss tatsächlich auf die 10. Ich mag Berlin nicht. Und Dresden. Boah, ey, no joke. Ich finde das ein geiles Ranking. Ich bin in der Schweiz in Basel. Tschüss.